Das luzide Träumen beschreibt die Fähigkeit, im Moment des Traumes erkannt zu haben, dass man träumt. Wenn eine Person in einem Traum plötzlich unvermittelt erkennt, dass sie träumt, bezeichnet man dies als spontane Luzidität. Eine Form der kurzlebigen Selbsterkenntnis, sich in einem veränderten Bewusstseinszustand seiner selbst bewusst zu werden. In den meisten Fällen verhält es sich so, dass die Person einfach aufwacht bzw. aufwachen will, da sie den Traum als solchen erkennt, ihn als unsinnig zu erkennen glaubt und sofort wieder in den Alltag zurückgelangen möchte. Allein der Wunsch, wieder aufwachen zu wollen, setzt sich in der Regel sofort um. Nun gibt es jedoch Träumer, Oneironauten, wie man sie ebenfalls nennt, die das luzide Träumen derart trainiert haben, dass sie nicht nur innerhalb eines Traumes erkennen, dass sie träumen, sondern diesen Zustand über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechterhalten. Der imposante Effekt hierbei ist die äußerst auffällige Tatsache, dass der Traum plötzlich glasklar und überdeutlich wird, wenn man die Luzidität erreicht. Dieser Umstand macht das luzide Träumen sehr attraktiv, denn ein solcher Traum unterscheidet sich kaum von der Wahrnehmungsqualität im alltäglichen Wachzustand. Und an diesem Punkt beginnt der Umgang mit dem luziden Träumen interessant zu werden. Denn nicht nur die erstaunliche Wahrnehmungsqualität, sondern auch die Macht, die man in einem luziden Traum erhält, ist sehr verlockend. Nicht nur nutzen die luziden Träumer sodann ihre Träume dazu, einmal ein schönes Candlelight-Dinner mit ihrem Lieblingsschauspieler zu verbringen oder ihren alten Schwarm aus der Schule erfolgreich zu verführen, sondern auch, um vielleicht psychische Probleme zu lösen. Während man im Alltagsleben nicht die Gelegenheit findet, eine Führerscheinprüfung oder studientechnische mündliche Prüfungen mehrmals zu erleben, wohl um die beste Realitätsversion ermitteln zu können, so kann man sich unmittelbar und geradezu live optimal darauf vorbereiten, die anstehende Prüfung zu meistern. Ebenso können Albträume ganz anders gehandelt werden, wenn der Träumer sich des Traumes bewusst wird und dann seine Traumkraft dazu nutzen kann, sich dem Verfolger entgegenzustellen. Hierbei wurden viele Male sich wiederholende Albträume erfolgreich gelöst. Es war keine Flucht in den alltäglichen Wachzustand mehr nötig, denn das Unterbewusstsein stellte sich mit der Lösung des Problems zufrieden und verlangte keine weitere Konfrontation mit der Bedrohung mehr. Der Albtraum löste sich endgültig auf und kehrte nicht wieder zurück. Ebenso Selbstvertrauen, Optimismus und andere positive Eigenschaften des Menschen können in einem luziden Traum gestärkt werden, fand der Psychologe Stephen LaBerge vom Lucidity Institute heraus, der das luzide Träumen wissenschaftlich bewies. Während man sich im Alltag vielleicht nicht als liebenswert oder ängstlich in seinem sozialen Umfeld betrachtet, können in einem luziden Traum solche Eigenschaften aufgelöst werden, um sich liebenswert und mutig zu fühlen. Hierbei kann man entsprechende Traumsituationen erschaffen und daraus optimale Verhaltensweisen herausfinden, denn die Traumpersonen, die das Unterbewusstsein erschafft, sind ebenso real wie ein beliebiger Mensch im alltäglichen Wachzustand. Das luzide Träumen bietet sehr viele Vorteile, die man in dieser kurzen Erklärung hier nicht allesamt erörtern kann. Aber es ist in jedem Fall faszinierend und besser als jeder Kinofilm oder Live-Rollenspiel. Denn man ist mit seiner vertrauten Alltagspersönlichkeit mitten im Geschehen und erlebt alles hautnah am eigenen Leibe, unabhängig von Zeit und Raum.